So. Vom Kampf. Dropkick. So, ja. Nicht das da. Okay, vom Parcours-Punkt habe ich noch nichts. Kilometer. Ja, dann wieder zurück. Dann benutzen wir mal die Schnellreise. Dann mache ich dann, wenn wir da angekommen sind, mache ich eine kurze Pause da 5 Minuten und dann bin ich wieder back. Ja, super. War doch eine scheiß Idee, Schnellreise zu benutzen. Ach komm, oder? Schöne Back. Schauen wir mal. So, wieder fortfahren. Gange, aber der Warn selbst war nicht da. Ich hatte das Gefühl, dass er unser Gespräch davor lag. Okay. Glaube ich, mache ich diese Nebenquest hier. Frank ruft zur Rückkehr der Nightrunner auf. Ich will da durch. Hallo. Was für ein Albtraum. Schön, dich zu sehen. Ich ergebe mir das Gefühl, in einer Kaserne zu leben. Hast du LeWarn gesehen? Da ist sicher noch Alkohol übrig. Glaube ich jedenfalls. Nein, hör zu. Ich suche LeWarn. Die war doch bei dir. Auf dem Dach. Und dann ging sie und kam hierher. Hierher? Ja, mein Gott. Hast du sie gesehen oder nicht? Ja. Ja? Wann? Ist sie gegangen? Ich hab sie bei dir gesehen. Auf dem Dach. Ja, ich... weiß ich. Ja, gut, egal. Genieß die Party. Du auch, Aiden. So viel gutes Bier ist offen, ne? Kumpel. Komm schon, erzähl mehr. Akon. Aiden, was hast du zu ihr gesagt? Was hast du getan? Warte mal, was? Warum? Sie war ziemlich... nun... sagen wir mal, sie war nicht in Feierlaune. Ich wollte ihr folgen, aber du kennst sie, Aiden. Wenn sie nicht will, findet sie keiner. Oh. Gibt's aber Treppe nach oben? Ja. Guten Abend. Such sie einfach. Vielleicht sind sie nicht die Mörder, für die du sie hältst. Aber sie sind es eben doch. Frank, hast du LeWarn gesehen? Ist die gegangen?
Ja, das war komisch. Sie schien mir durch den Wind. Hat sie irgendwas gesagt? Wo ist sie hin? Nein, tut mir leid. Keine Ahnung. Sie ist jetzt ein Nightrunner, weißt du? Das ist eine große Sache. Nur, sie ist nicht hier. Also ist sie wohl nach Hause gegangen. Ab zu ihrer Wohnung. Du bist jetzt eine Weile hier und praktisch einer von uns. Ja. Und weiter. Okay. Ich traue Nightrunner nicht. Komm schon, erzähl mehr. Ich will nichts baden. Da will ich raus. Wenn du ein Problem hast, geh damit zu Frank. Er kennt jeden hier. Hallöchen. Das machst du also, wenn du dich langweilst. Wow, beeindruckend. Aiden, such nicht nach mir. Ich muss alleine sein. Frag nicht warum. Ich halte dir weiter den Rücken frei. Für dich würde ich durch die Hölle gehen. Aber ich darf nicht noch einmal so wehrlos werden. Ich brauche Zeit. Lass dir ruhig Zeit, Lawan. Aber komm bald zurück. Hätte ich das nehmen können. Oh. Ja, aber sie sucht auch den Waltz, so wie ich noch weiß. Endlich habe ich eine tolle Wohnung gefunden. So, schaue ich mal, ob das die Schnellreise funktioniert. Dann gehe ich mit da runter. Vielleicht klappt es da besser. Die Fahrkarten bitte. Gut. Hier hat es geklappt. Sauber. Jetzt kommen die alle raus. Ich werde jetzt gejagt. Ah, verdammt, das wollte ich nicht. Das will ich. Das will ich benutzen. Und das war's.
Die Waffen jetzt hier. Der Nightrunner auf. Ich frage mich, was daraus wird. Das ist eine schicke Waffe, die du da hast, Aiden. Ja, danke. Nee, hab ich gebraucht gefunden. Kannst beim eBay kaufen. Warum sagst du das? Vor 5 Jahren wäre das leicht. Leuchte 122er. Du hast es versprochen. Ich konnte nicht an, dass es Betrüger war. Wie wäre es mit einem elektrischen Zaun? Was sage ich jemandem, wie sein Fehler fängt, der das Wasser wieder zum Fließen gebracht hat? Glaubst du, der würde sie heiraten? Aber was stimmt mit meinem Jungen nicht? Überhaupt nichts. Er ist einfach ein bisschen simpel gestrickt. Er ist viel zu schnell beleidigt. Und unhöflich. Ach ja? Also gut. Soll deine Schlampe doch den Pilger heiraten. Wirst schon sehen, was dann los ist. Wo ist sie? Ich sage ja nicht, dass das realistisch ist. Ich meine... Lass uns nicht streiten. Jemand zu Hause? Siehst gut aus. Hast etwas zugelegt. Hallo, Barney. Was führt dich her, Kumpel? Wie läuft's? Barney, wie ist das Leben so? Besser. Jetzt, wo die Picards uns endlich in Ruhe lassen. Ich denke sogar drüber nach, ein Geschäft zu eröffnen. Ich kenne mich ein bisschen mit Waffen aus. Ich könnte sie selbst herstellen und verkaufen. Hört sich gut an. Und wie geht's, Sophie? Und wie läuft's bei Sophie? Oh ja, großartige Neuigkeiten. Sie ist jetzt die Oberchefin. Das glaube ich. Nach allem, was passiert ist, verstehen die Leute nun endlich, dass wir eine richtige Führung brauchen. Ich würde sagen, die Dinge sind nun so, wie sie schon immer sein sollten. Naja, schön für Sie. Und für alle in Old Willidor. So, hast du Dr. Wayne gesehen? Ich suche nach Dr. Veronica Ryan. Da bist du nicht der Einzige, Mann. Was meinst du? Die gute Frau Doktor steckt in Schwierigkeiten. Und zwar in recht seltsam. In Old Willidor ist nämlich eine Gruppe von Abtrünnigen aufgetaucht. Zuerst haben wir uns auf einen weiteren Kampf eingestellt. Sie griffen den Bazaar aber gar nicht an. Sie fragten nur nach Dr. Ryan. Natürlich haben wir ihnen nicht erzählt, wo sie ist. Und wo ist Veronica? Mir kannst du das doch sagen, oder? In einem Versteck. Vincenzo und ein paar unserer Leute schützen sie dort. Je weniger Leute aber von diesem Ort wissen, desto sicherer ist sie. Sag mir wo, Barney. Falls die Abtrünnigen Veronica jagen, werden ein paar Leute nicht ausreichen. Du kannst einfach keinen Kampf aus dem Weg gehen, was? Nope. Das Gebäude ist im Norden von Quarry End. Courtesan Row Street. Das hast du aber nicht von mir, ja? Warum hast du Vincenzo nicht geholfen? Und du? Warum bist du hier und nicht bei Vincenzo und den anderen? Das wollte ich ja. Sophie hat's mir aber ausgeredet. Ich glaube, sie wollte denen wohl einfach meine Launen nicht zumuten. Was für scheiß Launen denn? Ich hab keine Ahnung. Okay. Und danke. Danke für die Info. Ich geh los und helfe Ihnen. Und da heißt es, ich sei derjenige, der mal auf einen Kampf aus ist. Auf jeden Fall viel Glück, Mann. Werde haben. Danke.
öffnen. Wieder öffnen. Pass auf dich auf, hörst du? Einen halben Kilometer, ey. Und jetzt sind die Gegner so low. Schreier, da auch. Wo ist meine Belohnung? Her damit. Ich werde draufgehen. Du verdienst eine Belohnung, Mann. Vielen Dank für deine Belohnung. Fast in der Art wie vielen Dank für die Blumen. Ausprobieren. Das kann ich ja ausprobieren. Wow. Beste Auswahl. Wirklich? Beste Auswahl? Dann zeig mal doch mehr her. Naja. Naja. So krasse Auswahl hast du auch nicht. Danke, Mann. Ja. Sein. Woher hast du ihn? Okay, ja. Ach, Mama. Von dir? Ich habe ihn aus dem St. Joseph. Warum? Mein Entwurf. Meine Idee. Obwohl, nee, deiner ist ein bisschen anders als der, den ich im Sommer 2024 gebaut habe. Ja, der Original-Biomarker war viel nützlicher. Was macht ein Erfinder in einem Handelsposten? Was? Du hast Biomarker erfunden? Was machst du denn dann hier in diesem Handelsposten? Handeln auf wissenschaftlicher Basis. Was hast du gedacht? Das nennt sich Kapitalismus. Klar. Und schau, wo es uns hingeführt hat. Tja, hast du Interesse an dem Original-Biomarker? Wie ich schon sagte, sehr viel nützlicher als das, was wir heute tragen. Tach und alles Gute bei dir. Na, ich bin interessiert. Rede weiter. Was macht ihn so besonders? Wo soll ich anfangen? Also, neben der Überwachung der Konzentration von THV-Infektionsvektoren in deinem Blut, haben die ersten Biomarker die Phosphokreatinsynthese organisch verbessert und den ADP-Molekülen Phosphate geliefert, sowie eine Stimulation des... Wow, auf Deutsch bitte. Er hat Leute stärker und schneller gemacht. Dann passt. So wie immer, schlechte Leute geht's immer gut.
Das klingt nach Blödsinn. Warum wird das nicht mehr benutzt? Okay, jetzt wird's spannend. Warum verwenden die Leute das Modell dann nicht? Sagen wir, es gab geringe Nebenwirkungen. Und die wären... Egal. Was wichtig ist, ist, dass meine lästige Rivalin, Dr. Katsumi Kobayashi, damals Leiterin des GRE, sie für zu gefährlich hielt. Sie hat sie in einem Tresor irgendwo in dem Gebäude da drüben eingeschlossen. Im St. Joseph Krankenhaus? Genau. Du bist wohl nicht ganz neu in der Stadt. Willst du wissen, wie man den Tresor öffnet und an meinen Original-Biomarker gelangt? Klar. Ich habe eine Notiz auf Katsumis Schreibtisch gefunden. Sie hat den Code vom Tresor wohl verschlüsselt. Mit einer Art Rätsel. Wie lautet das Rätsel? Was wird kleiner, wenn man es umdreht? Das ist die erste Ziffer für den Tresorcode? Ja, das zweite. Was macht man, wenn man am Strand einen Ring verliert? Und das dritte. Ein kleines Mädchen geht in den Laden und kauft ein Dutzend Eier. Auf ihrem Heimweg zerbrechen alle Eier bis auf drei. Wie viele Eier sind noch heil? Also, finde den Tresor in Katsumis Büro im St. Joseph's Krankenhaus und öffne ihn mit diesen drei Zahlen. Darin solltest du meinen Biomarker finden. Hier ist die Notiz mit dem Rätsel, falls du mehr Zeit brauchst. Ich und ein Rätsel ist gleich miserabel. Ganz miserabel. Ganz, ganz miserabel. Merkt man den Unterschied, wenn ich jetzt normal rede und das alles abgedämpft ist und nichts mehr halt? Ja, definitiv. Ich merke auch so vorhin mit den Fingerschnipsen, aber ich habe dann sofort gemerkt, dass irgendwas auch ein bisschen anders. Aber Hammer. Ich hab noch zwei Stück, kann ich noch auf die Decke klatschen. Ja, für erstmal am Anfang. Würde ich ja sagen, das taugt erstmal. So, wo ist der Hemmstoff?
Schreie. Treibstoffbehälter in der Nähe. Witzig. Da. Juhu, wieder eine Upgrade. Die Trichmittel. Gleich mal ein Upgrade auf 10er oder auf 8 hochgehen. Gleich mache ich jetzt mal auf 10er. Dann habe ich genügend Ausdauer. Und dafür habe ich weniger Lebens. Da war ich schon mal. Ist da noch ein Nightrunner versteckt da oben? Darf ich, Leute? Eins nach dem anderen, Leute. Jeder kann mal mich anfassen. Ah, verdammt.
Das ist der Tresor, über den der alte Mann geredet hat. Der Biomarker sollte da drin sein. Ja. Wie war das Rätsel noch einmal? Komplett vergessen. Richtig ist. Wenn nicht, dann muss ich gucken. Olli. Magic. Wow. Sieht aus, als hätte der alte Spinner die Wahrheit gesagt. Mal sehen, ob das andere auch alles stimmt. Wow! Was ist das zum Teufel? Haschisch. Das war ein kurzer Trip gewesen. Geht mal weg. Ich wollte nicht, dass du ihn testest. Nur, dass du ihn zu mir bringst. Jetzt ist er vielleicht nutzlos. Wie funktioniert er? Es war toll, so stark zu sein. Es reicht. Wer weiß, ob ich ihn reparieren kann. Ja. Verdammte Scheiße. Deine Generation kann einfach nicht zuhören. Vielleicht. Ja, lies das. Vielleicht bist du nächstes Mal ein bisschen vorsichtiger, wenn dir jemand medizinisches Gerät in die Hand gibt. Ab mit dir. Juhu. Hemmstoff.